Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ihr werdet gebraucht, Leute. Ehrlich. Jeder einzelne von euch, der sich für Drogen interessiert und pro eingestellt ist und gegen das Verbot ist, wird benötigt. Jeder von euch hat es in der Hand. Rein gar nichts verändert sich, wenn man nicht aufsteht und für seine Sache einsteht. Die Politik der Repression, die die CDU/CSU früher mit der SPD zusammen durchgezogen hat und jetzt nur noch fast nur noch alleine auf verlorenem Posten steht mit der AfD, hält daran fest. Es ist so, dass die Gegner natürlich auch ihre Fachleute haben. Ja, das ist dann ein Suchtmediziner zum Beispiel, wie der Herr Thomasius, der mit Sicherheit eine Koryphäe ist auf seinem Gebiet, aber halt nicht auf dem Gebiet Cannabis. Und halt einfach, ohne rot zu werden, maßlos übertreibt und Lügengeschichten in die Welt setzt und immer mit dem Jugendschutz im Gepäck, obwohl das Verbot überhaupt gar keinen Jugendschutz beinhaltet. Es ist halt so, dass wenn wir uns nicht wehren und nicht noch mehr werden und nicht noch lauter werden, die Regierung weitere 21 Jahre uns an langen Arm verhungern lässt. Selbst die neue Drogenbeauftragte, die so aufgeschlossen getan hat, kommt mit demselben Scheiß an, den dieser Thomasius an den Haaren herbeizieht und einfach raushaut, ob es stimmt oder nicht stimmt. Weißt du, der behauptet einfach, dass in Colorado und in Kanada mehr Jugendliche konsumieren als vorher, vor der Legalisierung. Stimmt gar nicht. Und seltsamerweise fragt die CDU/CSU lieber einen Herrn Thomasius, statt bei den Verantwortlichen vor Ort nachzufragen. Wieso fragen die nicht in Kanada nach? Warum fragen die nicht in Colorado nach? Nee, da wird ein Thomasius herbeizitiert, der irgendeinen Blödsinn erzählt, den du auch auf Alkohol anwenden kannst. Alkohol löst Psychosen aus. Spätestens beim Entzug, wenn du dann ein Delirium hast, weißt du, dass Cannabis nicht so schlimm ist wie Alkohol. Verstehst du? Das ist so unsäglich, dieses Verbot und diese Haltung überhaupt, einem Menschen aufzudiktieren, was er darf und nicht darf. Wer seid ihr denn überhaupt? Ihr seid auch alles nur Menschen. Oder stinkt euer Kacke nicht, wenn ihr Fleisch isst? Hä? Wischt euch nicht den Arsch ab mit Papier. Geht ihr nicht duschen unter Wasser? Und wenn man euch sticht, läuft dann da kein Blut raus. Mensch, ihr seid genauso wie ich. Nichts anderes. Was fällt euch eigentlich ein, dass ihr euch hinstellt und über andere urteilt? Dass ihr sagt, das darfst du nicht nehmen und du hast es doch, dann sperre ich dich ins Gefängnis, ins tiefste Verlies. Wir sind doch keine Mörder, hey. Was ist denn bei euch los? Was läuft denn da schief im Kopf? Hört's auf mit dem Schmarrn, hey. Das ist von wegen, die Gesundheit interessiert euch. Wäre das so, dann hätte man hier nicht eine Dreiklassengesellschaft im Gesundheitssystem. Die Politiker, die Privatversicherten und die Kassenpatienten. Verstehst du das? Das ist so ekelhaft, hey, wie das abgeht. Weißt du, was ich meine, hey? Was geht denn ab bei euch da oben, hey? Das ist ekelhaft. Und das Schöne ist, dass immer mehr Menschen aufwachen. Wenn sie sich das anschauen und drüber mal ein bisschen nachdenken, hey, da braucht es ja nicht viel, um das zu verstehen, dass das eine Verarschung ist. Ja? Ich sehne den Tag herbei, wo es heißt, die CDU ist nicht mehr in der Regierungsverantwortung, weil sie so wenig Stimmen bekommen hat, dass alles zu spät ist. So wie die SPD bei der letzten Europawahl. Das war ja wohl ein Witz, was die da eingefahren haben. Und so müsste es euch auch einmal blühen, bloß damit ihr aufwacht. Natürlich seid ihr gute Partei, macht schon gute Sachen auch.
Aber das geht ja gar nicht, wie ihr da abgeht und an diesem Blödsinn da festhaltet. Hä? Ihr lasst euch doch steuern von der Wirtschaft. Dahinter ist die Apothekerlobby, die nur noch über die Apotheken das dann veräußern möchte, zu extrem Horrorpreisen. Und natürlich Alkohol und die Chemiefirmen. Hä? Natürlich wollen die das nicht und die beeinflussen selbstverständlich die Politiker. Und Leute, darum müsst ihr aufstehen. Darum müsst ihr zu den Demos kommen und aktiv werden. Macht's Videos. Geht's raus, hey, verteilt's Flyer. Organisiert euch, vernetzt euch. Macht's aber keine illegalen Geschichten. Also es ist schon wichtig, dass ihr keine Gewalt anwendet oder sowas. Ja? Aber ihr müsst ganz klar machen, dass bei euch im Ort ihr das wollt, dass da niemand mehr verfolgt wird. Macht es euren Politikern klar im Rathaus. Macht es euren Politikern klar in euren Hauptstädten. Macht es ihnen klar bei der nächsten Wahl. Ich verstehe es nicht, weißt du, ihr müsst wirklich die Leute überzeugen. Hä? Wenn irgendeiner sagt, nein, die Grünen wähle ich nicht, weil die wollten die Pädophilen bla bla bla, dann erkläre ich ihnen, dass es ein einziger Mensch war und zwei, drei andere, die ihn unterstützen, aber doch nicht die ganze Partei. Das sind doch alles bloß Menschen, verdammt noch einmal. Tut's doch nicht so blöd, hey. Weißt du, dieses andere sollen sie immer machen, nervt mich ohne Ende. Bei der letzten Hanfparade haben da gerade ein paar Leute von anderen Ortsgruppen, ich glaube das war München und noch zwei andere, die haben da gerade einen Stand aufgebaut für den DHV. Dann stellt sich einer hin und will da groß blöd daherreden, dass das Kacke ist, was der DHV macht, weil die machen ja keine Mahnwache vom Gefängnis, wo die ganzen Gefangenen sitzen. Na, ich habe gesagt, du, das ist ja auch nichts für den DHV, vielleicht für die Ortsgruppen. Komm noch mal in die Ortsgruppe, schlag's vor, ich unterstütze deinen Antrag und dann stellen wir beide uns dahin. Dann hat er bloß blöd gegrinst. Na, ich doch nicht. Aha. Nicht spenden, blöd daherreden und dann zu feige sein. Alter, hey, ihr seid's mir ja die Richtigen. Weißt, ihr hockt's daheim auf eurem Sofa, hä? Im Zimmerlein, redet's blöd daher, dass der DHV für nichts zum Geld kriegt, das stimmt doch gar nicht, Alter, hey. Weißt du, wie die arbeiten? Die haben alle keine Vollzeitverträge, weil sie gar nicht so viel Geld haben. Also arbeiten sie kostenlos in ihrer Freizeit weiter. Das ist ein Rund-um-die-Uhr-Job. Man denkt doch nichts anderes mehr. Selbstverständlich brauchen die für ihre Arbeiter Geld. Sie müssen ja auch eine Miete zahlen und was zum Essen haben. Und ganz ehrlich, die können nicht alles selbst ausrechnen oder erarbeiten. Manchmal muss man halt jemanden beauftragen und auch der will ja Geld haben. Ich verstehe nicht, dass aus unseren eigenen Reihen immer welche gibt, die dagegen machen wollen, weil sie nicht der Oberfuzzi sind. Sie möchten halt gern der Legalisierer sein vom Dienst. Hey Leute, das funktioniert doch nicht. Wir brauchen eine Mehrheit. Diese ganzen Alpha-Geschichten, hey, die sind für den Arsch. Ganz ehrlich, das bringt nichts. Selbstverständlich brauchen wir in jedem Bundesland eine Gruppierung, die sich einsetzt. Ob die zum DAV ist oder nicht, ist mir persönlich scheißegal. Klug ist es natürlich schon. Warum? Weil man dann besser vernetzt ist, weil man dann eine größere Schlagkraft hat, wenn man irgendwelche Sachen macht. Und wenn man es richtig machen würde und die Leute echt zusammenhalten, dann würde jede Ortsgruppe und jede kleine Gruppe mit einem Bus zur Hanfparade anfahren. Und würde alle Leute aus den Ortschaften, die sie kennen, die konsumieren, mitbringen. Dann sind wir mal wirklich viele. Ja? Wenn man sich die Fotos anschaut, natürlich sind auch ein paar dabei, die immer wieder da sind. Das sind halt wir Berliner. Wir brauchen ja bloß hinfahren mit der U-Bahn oder S-Bahn. Aber selbst wir packen es nicht jedes Mal. Und das ist echt übel, hey. Weißt, dieses Jahr, 2020, wünsche ich mir, dass möglichst viele Menschen das Verstehen einfach, wie wichtig das ist, Gesicht zu zeigen, Flagge zu zeigen und einfach mal geschlossen aufzutreten und diese Eitelkeiten alle mal beiseite lassen. Ich weiß, es gibt sowas nicht wie eine Cannabis-Community, das gibt's gar nicht. Es gibt Konsumenten, die alle unterschiedlichste Interessen haben, aber alle eint nur eins, wir wollen das endlich legal haben. Aber das bringt nichts, wenn immer welche dabei sind, die meinen, sie sind was Besseres und sie müssten nichts dafür tun. Wir sollen es machen. Warum denn, hey? Weißt du? Spenden alleine reicht nicht. Ihr müsst auch Sachen organisieren. Ihr müsst immer wieder an die Grenze rangehen und ein bisschen drüber gehen, über die Grenze, ein bisschen drüber, bis es so, dass es halt geduldet ist und dann immer noch, immer weiter, immer mehr ausweiten, hey.
Bis irgendwann einmal alle sagen, hey, warum haben wir uns denn eigentlich so aufgeregt wegen dem Cannabis? Das ist doch, pff, weißt, weil es ist so. Früher oder später, ich meine, das sagt doch eh schon alle. Die Mehrheit sagt doch schon, was soll denn der Schmarrn? Lasst es doch endlich. Heißt ja bloß die CDU, die hängt sich da so fest dran und saugt sich da fest, wie so ein, das ist doch auch alles so persönlicher Kack von denen, hey. Keiner von denen steht wirklich dahinter. Bin immer ganz sicher. Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass das Schmarrn ist, was diese Thomasius-Leute da anbringen. Weißt, man braucht ja nur bei den richtigen Leuten nachfragen. Frag doch mal nach in Vancouver. Oder frag dann nach da in Colorado oder irgendwo, wo es jetzt schon legal ist. Oder in Uruguay. Fragt's doch da mal. Und fragt's nicht dauernd irgendeinem Suffkopf. Das ist lächerlich. Peace out.